herzlich zu einem neuen Video. Und heute haben wir so die krassesten Sneaker des Jahres. Von einmal Jordans und Adidas. Also die bis jetzt rauskam. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch, wie wir alle wissen, noch die Yeezy 750er Gumsoul, die sind auch geil. Oder meiner Meinung nach ein Release, wo viele nicht gekauft haben und einfach so sitzen geblieben ist im Laden, war der Jordan 11. Closing Ceremony, der ist auch geil, aber wir haben heute zwei andere Schuhe. Das ist der mit dem Gold, ne? Und da, ja. Und dafür brauchen wir einen. Okay. Also ich habe die jetzt schon seit 3 Wochen und habe extra noch gewartet, wegen dem anderen Schuh, den wir noch haben, wie ihr nachher noch seht. Auf jeden Fall ist es der erste Jordan, ein Must-Have. Zuerst rausgekommen, 1985, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab ihn nicht. Ja, auf jeden Fall ist es der Jordan 1 Brad Band, wie auch immer man es sagen will. Ich finde den einfach richtig geil. Ich meine, es ist halt einfach eher so schlicht, einfach mit schwarz und rot, aber es ist halt einfach so dieser OG Colorway. Und ich finde den mega cool. Wir machen nachher noch so ein paar Aufnahmen, wo man den dann besser sehen kann. Was allerdings richtig abfallt ist, ich habe ja logischerweise Material. Das ist übel, das. Ja, es ist echtes Leder, ohne Witz. Ja, es ist echtes Leder, aber es ist halt nicht so gut. Ich finde, ich würde lieber mehr Geld zahlen und dann so ein gutes Leder kriegen wie die Männer, weil ich habe ja logischerweise GS, weil ich habe Größe 39. Und es ist halt echt scheiße, weil man freut sich so, alle reden immer davon, tolles Material, voll gute Qualität und riecht auch voll gut. Ich nehme so das Ding, riecht dran und falle erstmal fast in Ohnmacht, weil das Teil so nach Plastik stinkt. Aber ansonsten ich echt find, Hammer. Ich finde, das riecht so nice, ohne Witz. Nee, ich finde es also cool, aber das finde ich ist echt schade. Und Nike, Jordan, falls ihr das hier gerade seht, was ihr eh nicht tut, ändert das. Wir Frauen fühlen uns diskriminiert. Aber extra lang. Also der Schuh kam vor 2 Stunden. Kleine Story dazu. Ich habe sogar eine Sprachnachricht geschickt. Wo ja, ich die sag, müssen wir kurz zeigen. Ja, die Sprachnachricht. Ich suche die nochmal schnell raus. Ich suche die schon. Okay. Ich mach schon. Warte, einen Moment. Wir saßen auf jeden Fall beide vor dem Computer, sind extra früh aufgestanden. Ja. Nach einer langen Nacht. Und ich habe nicht gesagt, lange Nacht, ups. Kurze Nacht, zu kurze Nacht. Ja, bei mir war es eine lange Nacht. Ich bin früh ins Bett und bin eigentlich relativ spät aufgewacht. Ich habe den Release fast verschlafen. Dann habe ich ihn noch geschrieben. Und wer hat sie dann bekommen? Er. Ich saß an diesem Tag ungelogen 12 Stunden vor dem Computer. Keine Chance, habe nichts bekommen. Überall Warteschlange. In einer Warteschlange habe ich 3 Stunden gewartet. Dann stand da so, du bist als nächstes dran. Ich komme durch, steht da so, ups, die Seite existiert nicht mehr. Und ich habe bei 50 Rappers mitgemacht und keins gewonnen. Also... Ja, ich habe die Sprachnachricht. Ich habe es mir gerade nochmal angehört. Und ja, die Sprachnachricht würde ich sagen, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich bin auch noch in der Warteschleife. Aber ich sage zu 100%, dass ich nicht durchkomme. Und Foodlocker kommt erst noch. Und Achtung, Trommelwirbel war ja schon. Okay, nicht. Also auf jeden Fall haben wir hier den Adidas Yeezy Boost 350. V2 Uber, der ist vor 2 Stunden bei mir angekommen und ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Er schreibt mir so, wir haben erst so geschrieben und dachten, die Post war schon da und er kommt heute nicht mehr. Dann schreibt er mir so, der ist da. Ich habe meine Schuhe angezogen, bin wie von Verrückte darüber gerannt. Ja. Und jetzt haben wir ihn hier und packen den zusammen aus. Unglaublich, ich kann es nicht glauben, dass wir es endlich geschafft haben nach Ewigkeiten. Wir probieren es schon seit Turtle Dove. Ja. Seid ihr bereit? Dieses Wachspapier schon. Okay, ich hab's noch nicht gesehen. Ich. Warte. Oh shit, ich seh schon. Oh mein Gott, Leute.
Scheiße, warte, ich muss mal alles rausholen erstmal. Dieses Orange. Auf den Bildern sieht das Orange dann echt so leuchtend aus und krass aus, aber im Original, das springt total ins Auge. Hammer. Das ist. Orange ist wirklich. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin sprachlos. Keine Worte. Viele mögen ja diese Version nicht, also die Version 2. Aber ich finde, also wenn man es so in der Hand hat, jetzt könnte es endlich auch mal sagen, sieht es einfach viel besser aus. Und Hammer. Aber was, also die Leute unter euch, die sich ein bisschen auskennen, die wissen ja, dass hier diese Punkte waren. Da. Und jetzt sind es so Striche, also drei Streifen für Adidas. Vermute ich jetzt mal. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Also lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen. Und auf jeden Fall. Warte. Ich hab Boost. Ganz kurz mal. Ja, weil da rein drüber zu weich das ist. Oh mein Gott. Ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach das hier so geil. Hier diese Einkerbung. Und dieses Orange. Schaut euch dieses Orange an. Und. Warte mal, das ist. Ja, auf den Bildern sieht man das gar nicht. Warte mal, kann das ranfokussieren. Unter dem Material ist nochmal so ein bisschen orange. Also da sind so einzelne Punkte. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und, also meine eine Sache, die mich stört, ist, dass es hier hinten irgendwie nicht so schön verarbeitet ist, die Sohle. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade erkennen kann. Aber ich finde, das hätte man sich ein bisschen schöner machen können, ein bisschen mehr in die Mitte zentrieren. Aber was ich gut finde, ist... Ja, hier vorne auch Kleberreste. Ja. Also... Der Schuh an sich, man sieht es ja alles nicht von der Entfernung. Also ich finde den Schuh, ohne Witz, ich finde den mega nice. Aber trotzdem, er ist schlecht verarbeitet, kann man nicht sagen. Also er ist gut verarbeitet, aber trotzdem nicht sein Geld. Nicht einwandfrei, ja. Also ich meine, also das Material hier, ich hatte mal einen, also von der ersten Version quasi in der Hand, das ist jetzt irgendwie so belastbarer und so stabiler und so. Und hier hinten haben die es ja auch bei den Ultra Boost, geht es jetzt hier hinten noch so nach oben und die haben da sowas reingenäht, dass es stabiler ist. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und bequemer, das ist richtig geil. Hier ist so ein Stoffpolster drin, das hast du gerade gezeigt. Ja. Da hinten mit so drei Strichen hier und dann hier noch so Stoffpolster. Das ist richtig nice, ohne Witz. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum deswegen diesen paar Einzelheiten nochmal $20 teurer ist. Ja. Aber ich meine... Yeezy ist Yeezy und am Ende des Tages sind alle Hypebeasts und kaufen es trotzdem. Das Beste dran ist, dass ich den Schuh einfach in Größe 40 habe, obwohl ich Größe 43 bräuchte bei dem Schuh. Aber Hauptsache Yeezy. Aber mir passt der. Aber mir gehört er leider nicht. Ich versuche auf jeden Fall, den zu tauschen gegen welche meiner Größe. Also, sagen wir mal so, wenn ihr, keine Ahnung, in Deutschland wohnt, oder sonst wo, ist mir egal. Und den habt, den 43, und ihr den tauschen würdet gegen eine Größe 40, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil das würde mich echt freuen, interessieren. Wenn jemand tauschen würde, dann könnten wir auch Nummern austauschen und so und dann halt schreiben und dann das klären. Ihr wisst Bescheid. Jo, was wir noch zeigen wollten, ich war ja jetzt in den Sommerferien in Kalifornien, auch in San Francisco. Und dann kam plötzlich die Nachricht, dass jetzt diese Pop-Up-Shops aufmachen. Ich saß gerade so im Auto und dachte mir so, Gott, hoffentlich bin ich in der Stadt zu der Zeit. Und tatsächlich war ich gerade in San Francisco und hatte die Möglichkeit, einen so ein T-Shirt zu kriegen. Ich zeige das euch mal, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier, das Weiße. Und vorne mit San Francisco. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Video darüber, wie ich das bekommen habe, weil es war echt krass. Ich hatte voll viel Glück. Aber ja, ziemlich nice. Und ich würde sagen, das war's dann schon mit dem Video. Jetzt am Ende kommen noch so ein paar Aufnahmen von denen, damit ihr euch euer eigenes Bild machen könnt, ob er euch jetzt gefällt oder nicht.
geredet. Also, ich sag mal so, für die hier, also für die hier, müsst ihr um die 300-400. Ja, wenn halt ja, in eurer Größe wahrscheinlich ist, ab 40. Die hier kriegt ihr eigentlich ganz wenig über Retail. Also es geht eigentlich echt voll klar. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Jordan cooler findet oder den Yeezy. Und vor allem, ob ihr die Version 1 cooler findet oder die Version 2.